Einfach mal schauen, wie der aussieht. Das sind alles so die schwarzen Sachen, die mir eigentlich überhaupt nicht gefallen. Gut, aber einen Stab kann ich, wie gesagt, ja gebrauchen, falls wieder wahrscheinlich für einen Kaninchen diesen Zauber missbraucht. Was wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Genau, damit wir, falls wir irgendwo ein Häufchen an Krähen sehen, was wir, meinte ich, am Tage vor allem im Hexenwald gesehen haben, dass wir die Krähen jagen könnten. Ja, ich würde sagen, das passt eigentlich. Weil im Kampf das Umwechseln. Also wenn ich da auf Reisen bin, dann möchte ich mit dem Schwertchen gehen, weil das sieht einerseits gut mit unserem Schild und der Rüstung aus, weil ja, den Stab jetzt. Gut. Die sind ja fleißigst fort. Die Abtei ist jetzt so leicht rechts oben und dann müssen wir halt wirklich den Tag rumschlagen. Können ja mal. Warte mal, ich muss mal kurz die Karte überprüfen. Wir könnten natürlich am Tage einmal kurz hier rüber zur Burg und mal dort wegen dem Greifen nachfragen. Das würde ich eigentlich noch sehen. Schön, dass im Herzen. Genau hier zum Beispiel Raben. Die habe ich jetzt komplett übersehen. Wenn. Ja, die fliegen irgendwo ins Nichts und dann despawnen die. Warte mal, warte mal. Wenn ich jetzt. Dann kann ich so wiederum noch ein paar Krähen erledigen, beziehungsweise Raben. Ich weiß jetzt gar nicht, müssen wir Krähen oder Raben erlegen? Gut, sieht im Spiel ähnlich aus. Also. Ich weiß nicht, wie groß die Sichtweite des automatischen Zielens ist, aber das ist auch nicht wirklich allzu groß. Aber da haben wir jetzt gerade noch ein paar. Das ist eigentlich ganz gut. Weil dann können wir die so ein wenig nebenbei abgrasen. Oh, ja. Die eine Mission im Teil 2. Hier im ersten Teil ist ja der Online-Modus, wo man die Vasallen wirklich sharen kann. Nicht mehr möglich.
Also so kommt es mir auf jeden Fall so rüber. Das ausrüsten bitte. Sonnenglanz. Genau, das ist der alte Steinbruch. Und jetzt würde ich schon etwa hier das abkürzen. Und das sieht aus wie ein Wolfsbau. Alter, das sind jetzt aber gerade einige, die. Ist das das, also wirklich wortwörtliche Wolfslager für sämtliche Wölfe in der Gegend? Wenn die nicht gebraucht werden, ja, dann geht dorthin, dort sieht euch niemand. Und der macht wieder einmal ein großes Kabumm. Und wenn ich manchmal so ein klein wenig jetzt mit den Worten abbreche, das liegt daran, ich habe es mir im Verlauf des Tages geschafft, meine Zunge an meinen Zähnen irgendwie aufzuschneiden. Ich habe zwei Stellen auf meiner Zunge, die einfach einen Schnitt drin haben. Und nein, ich hatte kein Messer im Mund und habe es abgeleckt. Das hat meine Mama mir schön brav beigebracht, dass man das nicht tut. Bei mir ist es halt so, ich habe sehr scharfe Zähne. Manchmal sind es gefühlt die stumpfesten Gegenstände auf Erden. Und manchmal, wenn du es einfach nicht möchtest oder im Kopf hast, dann sind sie so dermaßen scharf gefeilt, das ist nicht mehr witzig. Und heute habe ich es mir wieder einmal geschafft, zwei kleine feine Schnitte auf der Zunge zu hinterlassen. Und das nervt mich jetzt gerade ein wenig während des Redens. Ich meine, es hat mich schon den ganzen Tag genervt, seitdem es mir aufgefallen ist. Weil zuerst habe ich gedacht so, hä, was ist auf meiner Zunge? So, ach, ein Zungenfetzen, nice. Ja, und seitdem ich das wirklich auch weiß und bewusst im Kopf habe, nervt es mich eigentlich umso mehr. Eigentlich müsste es mich gar nicht nerven, weil großartigst belassen oder im Weg ist es ja nicht. Also dementsprechend ganz okay. Aber dennoch, es ist einfach so, wieso passiert das mir? Ist doch sowas von unnötig. Das ist zum Beispiel eine kleine Stelle im ersten Teil, die ich. Also im ersten Teil ist es noch extremer als im zweiten Teil. Im zweiten Teil, das ist ja auch die Vasallen kämpfen, auch wenn es wirklich hirnverbrannt ist. Also ein Vasall gegen einen Drachen. Ja, okay, kann sicherlich machbar sein, aber nicht wie die Vasallen so ticken und funktionieren. Gut, jetzt aber bitte. Ja, der macht wieder den Meteoritenschauer.
Gut, der ist auch weg. Dann können wir jetzt in die Burg Fragen gehen. Und wenn wir dort sind, muss ich mal kurz einen Schluck zu trinken nehmen. Weil ich merke gerade, dass ein klein wenig trockener Hals ist, ein wenig gereizt und damit ein wenig entgegenzuwirken. Gut, gleich sind wir hin. Aber es ist irgendwie auch schön, wieder hier in der Welt zu sein vom ersten Teil. Auch wenn es natürlich grafisch kein Vergleich ist. Also der zweite Teil sieht wirklich wunderschön aus, ist wunderhübsch. Auch wenn er performancemäßig teilweise echt wirklich falsch optimiert ist. Ich habe mal von irgendeiner Webseite einen Bericht gelesen, beziehungsweise in einem Video. Wieso ist hier niemand mehr? Ah, stimmt. Da war doch das mit dem, mit den Rittern, ne? Ja, klar, das war ja mit dem Sir Schieß mich tot, die da die eine herausgefordert hat und die andere ist dann unterlegen. Ja, stimmt, da war ja was. Mist. Und ich dachte, hier wäre noch irgendwer, der mir eine Info geben könnte. Gut, wir könnten beim Hünenhügel natürlich selbst noch nachfragen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Und jetzt muss ich was trinken. Jetzt sollte ich nur nicht vergessen, noch das Mikrofon anzumachen, weil dann kann ich noch lange quasseln und es passiert nichts. Okay, hier ist wirklich keiner mehr. Schade. Beim Hünenhügel würde ich noch kurz nachfragen, ob die irgendwas von einem Greifen wissen. Wir haben ja noch genug Tag. Wenn es dann Richtung Dunkel, also Richtung Abend wird, würde ich dann mal schauen. Ich achte darauf, hat es irgendwo einen Hinweis für einen Greifen? Ich sehe aktuell keinen. Und gute Nacht. Hörst du? Gute Nacht. Menno. Das ist wirklich das, was mich jetzt gerade ein klein wenig aufregt, dass eigentlich eine gute Idee mit dem Nachfragen, wo könnte der Greif sein, jetzt gerade so ein klein wenig zunichte gemacht wurde. Riftsplitter. Genau, also die wirst du jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr los hier in dem ersten Teil. Im zweiten Teil, da gab es ja wirklich einen Shitstorm über. War mal, greif, greif, greif. Ich sehe Greifenschatten. Wo ist der Greif? Da. Jetzt, greif, greif. Oh ja, 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 ja. Ich liebe dich, komm bitte zu mir. Wo gehst du hin?
möchte lernen über den Greif. Jetzt geht er hier hinauf. Wohin ungefähr? Ah. Okay, also wir sehen ungefähr, wo der hingeht. Aber wo verschwindet er? Das ist natürlich eben die 10 von 10 Frage. Weil der ist jetzt hier beim Hünenhügel und dann weiter. Der ist irgendwo weiter nach oben geflogen. Und ich konnte nicht erkennen, wohin. Und ich... Also ich gehe jetzt einfach mal hinauf wieder, um zu schauen, ob wir doch den das letzte Mal irgendwie irgendwo übersehen haben. Ich glaube zwar weniger, aber das ist eine Barriere, ne? Da bist du eingekesselt. Wenn wir hier... Wenn ich hier noch... Mist. Der versteckt sich irgendwo hier außerhalb des Begehbaren, der Greif. Der Greif müsste sich irgendwo hier verstecken. Wieso brichst du jedes Mal deine verdammten Zauber ab? Ich vermute ungefähr... Wir müssen irgendwo hier hinten in das Tal reinkommen. Und das möchte ich irgendwie erreichen. Äpfelchen nehmen wir immer gerne. Aber es geht hier nicht. Der Greif sitzt genau dort hinten. Wir müssen genau diese Mauer überwinden. Oh, ich das hasse. Das heißt, wir kommen nicht umhin. Also
Okay, wir wissen ungefähr, wo der Greif ist, aber wir kommen halt um, ja, halt um wirkliches Brechen herum nicht dorthin. Das ist scheiße. Man könnte den Greif sicherlich irgendwie locken. Aber wie machst du das? Wie lockst du den Greif an? Bei der einen Mission konnten wir einfach einen Goblin irgendwo hinlegen. Und dann ging's. Aber hier bei dem, eher weniger. Auf jeden Fall haben wir den Beweis, okay, den Greif gibt's. Den kann man sicherlich irgendwie auch, ja, locken. Und es ist genau dort hier hinten im Tal, wo du nicht hinkommst. Und hier in die Höhle, da kommst du halt nur zum Drachengeschmiedeten. Ich müsste beim nächsten Mal, wenn ich den Greif sehe mit dem Stab. Ich habe natürlich gehofft, er greift uns an. Und dass wir ihn so down kriegen. Und bei den Monstern hier ist es ja so, du arbeitest sie nicht von Mal zu Mal runter, sondern die springen immer wieder auf den Ursprungswert zurück. Das ist natürlich der große, große Nachteil. Das heißt, etwa um die Mittagszeit ist der Greif, fliegt einmal kurz rüber und dann müsstest du den angreifen, zu dir locken, blöd gesagt, und dann hoffen, dass du den schnellstmöglichst runterkriegst, weil ich sehe zum Beispiel hier keinerlei Möglichkeit, den jetzt hier irgendwie zu locken, also vernünftig. Und das finde ich natürlich sehr negativ behaftet. Und es wäre hier kurz nach der Burg. Ja, wenn hier gewaltige Bestien ihr Unwesen immer sich ein wenig hin und her. Also ich meine, ich kann schon mich hier verstecken, aber das wird den nicht rauslocken. Weil ich irgendwas als Köder hinlegen müsste. Gut, die Frage ist natürlich, haben wir übergeben, kombinieren. Nackenfettöl wird mit dem Gegenstand von Saffron erstellt. Du stellst mit dem irgendwie blöderweise nur doofe, doofe. Das bringt nichts. Ich muss irgendwas hinlegen können und das kann ich nicht. Außer haben wir irgendetwas in Richtung
zum Beispiel eines Wolfes oder einer Kuh. Das hätten wir auf der anderen Seite. Jetzt ist es aber schon zu spät. Jetzt geht es dann Richtung Abend, Nacht. Das heißt, ich würde mich jetzt auf den Weg machen Richtung Abtei, damit wir dann zu gegebener Zeit dort sind für die besser bemannten Skelette. Und dann müssten wir, wenn wir den nächsten Tag haben, eine Kuh irgendwie mitnehmen, I guess, weil ich sie jetzt nicht wirklich eine logische Möglichkeit für ja irgendwas zum Locken. Und das fuchst mich ja, dass du nicht irgendwie so eine Markierung hast, okay, dort ist Lockposition. Ich versuch's jetzt einfach mal, ne? Hallo? Das ist. Oder müssen wir einfach hier Kühe schlachten? Dass der. Weil ich kann die nicht tragen. Das könnten wir natürlich am nächsten Tag auch mal ausprobieren. Wenn wir so ein wenig Kühe schlachten, ob dann der Greif angelockt wird. Ich wollte nicht. Müssen wir schauen, wie wir das machen, weil ich wüsste jetzt ehrlich gesagt langsam nicht. Also entweder Bogen beziehungsweise mit einem Magierstab angreifen. Das sind so wirklich die zwei Möglichkeiten, die ich gerade sehe. So. Ja. Die sind zu groß, also das heißt, ich muss auch bei denen wiederum. Die Frage ist, können wir einen Wolf tragen? Weil ich brauche irgendwas, das ich tragen kann.